Bevor es mit der Modenschau losging, wurde die Ausstellung der Schülerinnen mit dem Ausbildungsschwerpunkt Modemarketing und Visual Merchandising eröffnet. Danach stand die Präsentation der Abschlusskollektionen von den Schülerinnen Modedesign und Grafik auf dem Programm. Angehenden Jungdesignerinnen stellten ihre Kollektionen zu unterschiedlichen Themen vor. Von Connected Distance über Hunted bis hin zu Overshields war alles dabei. Also ich würde ihn auf alle Fälle sehr locker, lässig, eher französisch beschreiben. Meine Kollektion heißt Simplicity und so beschreibe ich auch meinen Stil von der Kollektion. Es geht mir darum, in der Einfachheit die Eleganz zeigen zu können. Also ein bisschen altmodisch, aber trotzdem neu interpretiert, weil ich habe mich von einem Film inspirieren lassen. Und ja, einfach das Neu wieder aufgegriffen, das Alte, weil der eher im Mittelalter spielt. Bei einem waren sich die Schülerinnen des Abschlussjahrganges einig. Die Vorbereitungen neben der Maturaarbeit waren sehr... sehr anstrengend. Also es war schon sehr viel Arbeit. Aber jetzt bin ich froh, dass es so schön da steht. Es wird stressig, so zum letzten Zeitpunkt hin, aber man wird dann relaxed, wenn es endlich vorbei ist. Von der Idee bis zu den fertigen Modellen, die Ausstellungskonzeption und der Präsentation auf dem Laufsteg wurden alle Bausteine zur Realisierung von den Schülerinnen und Schülern mit der Unterstützung des Lehrerkollegiums umgesetzt. Ich denke, wir haben da heute wirklich tolle Beispiele dafür gesehen, wo das Styling wirklich sehr stimmig ist, auch zu den Designerinnen, wo es wirklich von Kopf bis Fuß zusammenpasst, wo Frisur, Make-up, auch die Farbauswahl sehr, sehr stimmig ist und auch den Mut zu haben, seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, entweder eher ein bisschen schlichter bleiben oder doch dann auch wuchtig und dominant, wie eben die unterschiedliche Persönlichkeit ist. Auch Fachvorstand Michael Sellinger ist stolz auf seine Abschlussklasse. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es ist ja so, dass man das ganze Jahr daran arbeitet. Ja, man muss immer schauen, dass was weitergeht, sich immer bemühen. Und dann kommt so ein Tag wie heute, wo dann alles fertig ist und alles plötzlich dasteht. Und man sieht auch, dass die Schüler selber da total Freude dran haben. Und es ist natürlich ein schöner Tag für uns alle.